Im Feuer der Novemberrevolution entstand unter Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die Kommunistische Partei Deutschlands. Die deutsche Arbeiterklasse hatte wieder eine revolutionäre Führung. Aber die Novemberrevolution hatte infolge der Haltung der SPD-Führung eine Niederlage erlitten. Die revolutionären deutschen Arbeiter jedoch stritten in vielen blutigen Kämpfen für ein Deutschland des Friedens und des Sozialismus, das für immer mit der verhängnisvollen Kriegspolitik und der Herrschaft der Monopole und Konzerne Schluss machen sollte. Viele Kampflieder der revolutionären deutschen Arbeiter gingen aus diesen Klassenauseinandersetzungen hervor. Jeder, der heute das Leuna-Lied hört, denkt an das mutige Auftreten der deutschen revolutionären Arbeiter bei den mitteldeutschen Kämpfen im Jahre 1921. Bei Leuna sind viele gefallen, ja, bei Leuna floss Arbeit.